Wie sieht denn sonst aus? Ach, Quatsch. 3 haben wir. Oh, jetzt 1400, jo. Ja, das ist ja echt übel. Also, wenn sie dagegen nichts machen, dann sehe ich immer schwarz. Tja, Leute, und genau das sehe ich langsam schwarz. Willkommen zu der Frage, stirbt Planetside 2 langsam den grausamen Lecktod? Und anhand der Bilder, die ihr im Hintergrund seht, ja, ihr kennt die Bilder schon teilweise. Die sind nach dem letzten Patch entstanden. Ihr seht überall, guckt mal jetzt links in der Ecke schnell noch, da fliegt ein Panzer. Überall fliegen Leute rum, schweben Leute rum. Und bei den letzten Interaktiv am Sonntag war das Spielen naja, auch wieder unmöglich. Ihr seht wieder schwebende Leute, fliegende Leute. Ja, das ist leider für mich kein annehmbarer Zustand. Ja? Es funktioniert in Gebieten mit wenig Spielern, aber sobald es mit mehr Spielern losgeht, dann schnellen die Pings in die Höhe bis zum geht nicht mehr. Ja? Und ihr seht jetzt mal Screenshots, guckt unten rechts in die Ecke auf die Pings, haarsträubend, ja, und das ist kein Zustand. Bei unseren Events, wir machen 300 bis 500 Leute mit und da geht das einfach nicht. Ich habe 3 Fragen an Sony gestellt, ob das demnächst behoben wird, und zwar, naja, nicht nur, ob das demnächst behoben wird, und zwar folgende. Ich habe gefragt, ob Sony Entertainment, also SOE, der Grund dieser Ping-Probleme bekannt ist. Die zweite Frage ist, ob das ein Fehler ist oder ob das jetzt so bleiben soll. Kann ja sein, dass die irgendwelche technischen Voraussetzungen geändert haben und dass die meinen, ja, das könnte so bleiben. Das würde mich sehr interessieren. Ja? Und drittens, wenn es ein Fehler ist, ob das im nächsten Patch behoben wird. Und falls ja, wann damit zu rechnen ist. Denn ganz ehrlich, wenn das nicht der Fall sein sollte, dann sehe ich wirklich, wirklich furchtbar schwarz für Planetside 2. Denn das Spiel lebt nun mal von Massenszenen. Ja? Das ist ja gerade das Spaßige, dass man da wirklich mit großen, großen Platoons, 2, 3, 4 Platoons ausrücken kann. Haben wir immer in unseren Events gemacht und hatten jede Menge Fun. Aber das ist ja jetzt in Zukunft einfach nicht mehr möglich. Ja? Und da hätte ich gerne eine Stellungnahme vom Sony und ja, mal gucken, ob ich den üblichen Blabla als Antwort bekomme. Wieder ein Hauch von nix. Ja? Oder ob sie uns mal eine vernünftige Antwort geben und mal sagen, ob das Problem erkannt worden ist und ob es geregelt wird. Ihr seht jetzt im Anschluss noch ein paar Bilder, wie der Leck sich auswirkt. Und ja, sobald ich Antwort bekomme, werde ich eine weitere News reinsetzen. In diesem Sinne. Achso. Ja, genau. Entschuldigung. Klar, logischerweise. Ich habe zwar 2 Folgen am Sonntag aufgenommen, interaktiv. Ja, ich weiß aber nicht wirklich, ob ich sie reinsetzen soll. Wenn ihr wollt, dass ich sie trotzdem reinsetze, dann schreibt einfach drunter, Helm, setze rein, ist egal. Ansonsten lasse ich sie einfach weg. Wir haben noch vom Judge Geburtstags-Event genug Videos bis zum nächsten Sonntag und hoffen wir mal, bis dahin endlich ein Patch gekommen ist, der den Kram beheben wird. Ich hoffe ja noch drauf. Mich wundert es nur, dass Sony überhaupt nicht reagiert. Ja? Naja, okay. Dann schaut euch noch die Szenen an. Dann seht ihr, wie das bei mir aussieht. In diesem Sinne, ich wünsche euch alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Auf die Erde. Tschüss. Ja, die Panzer hüpfen da durch die Gegend. Ping 4500. Also. Tja. Ich versuche mal zu spawnen. Ja, tut mir leid. Dann ist das Ganze hier sinnlos. Das funktioniert ja absolut nicht. Wie komme ich hier rein? Da wollte ich niemals hin. Lass mich raus. Ich wollte nur ein anderes spawnen. Ich sitze jetzt in der Knarre drin. Lol. Jetzt bin ich draußen. Ja, ja, die Leute laufen wieder durch die Luft. Hm.
Ja. Krieg ich einen Treffer von, wo keiner steht. Hier kommen überall Maxe durch die Wand geleckt, feindliche. Der ist wieder beschossen, wo keiner ist.